Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Weiß 2, dem Japano-Spiel. Wir machen sofort hier in der Wüste weiter und hoffentlich finden wir auch hier das, was ich bereits in Part 10 in den Kommentaren geschrieben habe. Das Fossil für das Gestein-Flug-Pokémon. Und wir beginnen auch schon der erste Kampf für diesen Part. Gegen eine Rangerin, würde ich mal sagen. Ist es eine Rangerin? Ja, es ist eine Rangerin. Wow, sieht die heiß aus. Awesome. Ja Leute, denn ich habe ein wenig nachgeschaut und es sieht echt so aus, als wären wir auf der richtigen Spur hier in der Wüste mit den Fossilien und dem ganzen Zeugs. Das sollte schon irgendwie hier in der Wüste sein. Und ein Sandsturm. Bäh, dann machen wir einfach mal Spark. Scheiße. Was mache ich da eigentlich? Wieso kämpfe ich gegen ein Magby mit Magnetillo? Das ist das... Kratz. Das jetzt durch. Das ist das wohl beschissenste, was mir jetzt passieren konnte. Ach, egal, dann trainieren wir halt eben Otto. Ich wollte Otto eh trainieren. So, mach du jetzt mal Razor Scale. Ey, mit Razor Scale sollst du ihn eigentlich wegboxen wie sonst was. Oh, wie süß. Das hat jetzt aber richtig wehgetan. Zatsch. Fatality. Ah, und wir brennen. Super. Das waren definitiv keine 500 EP wert. Wolfsberry, willkommene Beere, wie süß. Oh, hat sich richtig gelohnt, gegen die zu kämpfen. Hier, halt mal kurz mein Pokémon. Dum, 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 dum. Yeah. Jetzt mal schön hier wieder das Pokémon schnell wechseln. Und zwar so, dass Otto hier mal ein wenig Erfahrungspunkte bekommt, denn das passt mir nicht, dass der so weit untergelevelt ist. Was haben wir hier? Yellow Shard. Das brauchen wir, um Arceus Typ zu ändern. Und was ist das für ein Man in Black Guy? Soft, weicher Sand. Super. Ey, was? Wieso geben die Leute uns hier so komische Objekte? Das ist ja mal krass. Und du bist ein Trainer und die Melodie um dich herum ist ja mal awesome. Ich denke, du bist so ein Psychopathentrainer. Und ich hatte recht. Es ist so eine Psycho-Mansion, der seinen Pokéball so schweben lässt und ganz cool da reinguckt. Und er schickt uns ein Fleck neu, Typ Flug Psycho. Wird natürlich sofort weggeboxt jetzt. A Wild Otto. A Wild Otto. Tut mir leid, Leute, dass ich da was kurz rausgeschnitten habe, aber da kam, das war echt nicht gut fürs Spiel, was da passiert ist gerade. Denn, da hat sich, irgendwie das Spiel aufgehängt und, wie soll ich sagen, naja, jetzt sind wir wieder hier. Razor Scale. Töte es, los. Und es ist tot, awesome, Otto. Jetzt kriegst du ja doch noch dein Level 21. Glückwunsch! Switch Pokémon und zwar auf Zack. Nein, nicht auf Casey, sondern auf Zack. Denn Leute, ich habe das Gefühl, dass jetzt ein Flug-Pokémon kommen wird. Oder mindestens noch ein Fleck Null. Dann mal schauen, was ist es. Ein Pokémon, das sich in ein Sarkophag verwandeln wird. Es ist ein Geist-Pokémon, das sehr schwierig zu trainieren ist. Und seine Entwicklung daher, seine dritte, der Sarkophag, also seine zweite, Entschuldigung, ist aber definitiv wert. Also wenn ihr so eins findet, Leute, und ihr habt Bock, ein Geist-Pokémon zu trainieren, fangt es euch, denn es ist effektiv ein sehr starkes Pokémon. Vor allem seine geile Fähigkeit Irrlichter ist sehr, 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 sehr nützlich. In vielen Trainerkämpfen, da es jedem Pokémon Brand gibt. Solltet ihr auch beibehalten, wenn ihr das Pokémon entwickelt. Dieser Attacke ist es definitiv wert. Ah, super, Zack ist tot. Naja, das war auch ganz ehrlich gesagt meine Absicht, damit wir jetzt Otto wieder reinschicken können. Und damit Otto ein leichtes Spiel hat, den da so schnell wie möglich wegzubatzen mit einem Razor Shell. Putschak, das sollte Fatality sein. Ja, und ist es auch.
Was? Eine 422 EP? Oh Gott. Und dafür haben wir so einen harten Kampf hinter uns gebracht? Das war es definitiv nicht wert. Egal, wir bekommen noch eine Herzschuppe. Ey, die Herzschuppen ist jetzt kommen, die werden wir nochmal gut gebrauchen können. Und Erfahrene von euch wissen auch warum. Und du bis jetzt gibst du uns irgendetwas. Irgendetwas haben wir jetzt bekommen. Komm du mal her. Ja, genau. Gegen dich will ich nämlich kämpfen. Ja, irgendetwas mit Spiritualität. Die 27 Geister der verlorenen Seelen mit Pokebällen, die schweben können, erwarten uns am Ende. Und es ist ein Traum-Pokémon. Typ Psycho nur. Wie besiegen wir das am besten? Wir benutzen jetzt erst einmal irgendetwas, um unser Pokémon wieder auf Vordermann zu bringen. Hier, schnapp dir das, Otto. Die 20 KP kannst du nämlich echt gut gebrauchen. Oh, wie süß. Jetzt können wir die Attacke nur noch einmal einsetzen, die wir jetzt so haben. Das heißt jetzt hier Fight und dann Fury Cutter. Das sollte eigentlich Fatality sein. Ja, aber es macht nicht viel Schaden. Oh, Hypnose. Oh Gott. Das ist überhaupt nicht die dickste Scheiße, die es gibt in diesem Spiel. Casey, komm du mal her. Komm du, Casey, mach du das. Oh nein, ey. Jetzt schläft Otto auch noch. Boah, kriege ich die Kotze. Was ist das? Oh, das tut weh. Autsch. Egal, dafür gibst du ihm jetzt Bugbite, ey. Das sollte ihn eigentlich töten. Oh, das war so knapp, ey. Jetzt wäre er fast gestorben. Egal, der Sandsturm macht den Rest. Casey bekommt 218 EP und Otto auch. Und der Psycho wurde besiegt. Awesome. Finden wir hier noch was? Ja, hier ist noch so ein Pokéball. Dim, 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 dim. Ein Nugget, das können wir erst teuer verkaufen, um uns demnächst in einem Shop Items zu kaufen oder TMs und so. Bist du ein Trainer? Bist du irgendwie ein Trainer oder irgendwie? Nein, auch ein nutzloser Sprite. Ah, du bist ein Trainer. Ey, ich mag die Musik richtig, wenn die Wanderer so kommen, ey. Die hat irgendwie etwas an sich. Das ist richtig awesome-mäßiges. Ein Ganovil. Wie töten wir das Ganovil denn? Und zwar mit unserem schlafenden Otto. Was Bedroher? Oh nein, oder? Na, wir wechseln einfach sofort auf Casey. Boah, ich hoffe jetzt erst nur, dass er Casey nicht tötet. Mit irgendeiner fiesen Attacke. Bitte nicht sterben, Casey. Uff, er ist nicht gestorben. Was für ein Glück. Oh nein. Razor Leaf. Razor Leaf sollte den eigentlich sofort wegbatzen. Eigentlich ist... Ja, hat ihn sofort weggebatzt. Und wie viele Erfahrungspunkte gibt es? Oh, jetzt hätte unser Casey fast Level 22 erreicht. Zwei und Schwanz, Mick. Soll ich jetzt schnell zurück meine Pokémon heilen gehen? Ja, das wäre viel besser, wenn ich das mal schnell machen gehen würde. So, und schon hier bei die Trainerin hier. Also nicht bei die Trainerin hier, aber bei dieser Frau. So, und dann gehen wir jetzt nochmal hier entlang gucken. Ja, du bist auch in Kampfbereitschaft. Heiße Kämpfe in der Wüste, Leute. Egal, das gibt ein paar Level-Ups und dann sind wir wenigstens sehr gut vorbereitet auf die vierte Arena. Woho, ein Reski, also ein Flammen-Pokémon. Gut, dass sie unser Otto haben, denn Otto wird dem jetzt einen richtigen Razor-Skull verpassen und den so richtig wegbatzen. Razor's Shell. Und Fatality. Was? Wieso überlebt es? Na egal, die Verteidigung sinkt. Boah, Kopfnuss. Ja, ist klar, das tut weh. Boah, es ist tot durch Sandsturm. Wie geil. Und Otto erreicht Level 22. Glückwunsch, Otto. Oh, schon besiegt. Das ging irgendwie ziemlich schnell.
Und wir bekommen wieder eine Raspberry, ey. Von diesen Heinis, da bekommt man ja eigentlich fast nur Beeren. Sternstaub. Sternstaub ist auch echt nice. Können wir auch sehr teuer verkaufen. Ist hier noch irgendetwas zu holen? Ja, ein grünes Teil für Arceus. Wenn ich weiß, wer Arceus ist. Leute, Arceus ist ein sehr, sehr mächtiges Pokémon. Im Grunde ist es der Pokémon-Gott. Oh, und diese Passage da links sieht sehr mysteriös aus. Ich frage mich echt, was uns dahinter erwartet. Und du schickst uns wieder in Ganovilla, hab ich recht? Nein, dieses Insekten-Pokémon, Käfer-Gestein. Da sollten wir wohl auch am besten Razor's Shell einsetzen. Da das höchstwahrscheinlich Fatality sein wird. Und? Nein, es hat überlebt. Oh. Was machst du? Steinpolitur, um schneller zu sein. Das mag ich überhaupt nicht. Ich finde es aber irgendwie komisch, dass dieses Pokémon da so krass dem Paras ähnelt aus der ersten Generation. Wobei ich dann doch sagen muss, dass ich Paras besser finde irgendwie. Also ich finde Paras ehrlich gesagt viel cooler als das da. Paras hat irgendwie mehr was Gift-Pokémon-mäßiges an sich, weil ich irgendwie cooler finde. Naja, der Kerl da wurde erfolgreich geklatscht und wir machen uns einmal hier durch. Und noch eine Wandererin, ey. Hier sind ja nur Wanderer in dieser Sanddüne. Auf jeden Fall erkunden wir das hier richtig gut. Und wir lernen neue Pokémon kennen und trainieren fleißig. Ein Rotomorph schon wieder? Ey, der Maulwurf taucht aber auch erst immer öfter und öfter auf. Ist auch nur eine billige Dickda-Imitation. Wobei ich Dickda auch wiederum cooler finde. Und es stirbt mit einem Schlag. Wie süß. Oh, fast Level 23. Aber auch nur fast. Na, man kann halt nicht alles haben. So, was gibt's hier unten? Was haben wir hier? Max Ether. Das füllt die ganzen AP einer Attacke wieder auf. Das weiß ich. Jetzt hier links. Gibt's denn hier nichts? So wie was? Ein Fossil irgendwie. Was das mich auch wirklich sehr brennend interessiert. Ein Fossil. Eine rote Schad. Und das war's dann eigentlich auch hier. Das wären alle Objekte, die wir so finden können. Naja, vielleicht ist das Fossil, was ich suche, ja in dieser Ruine drin. Gehen wir einfach mal runterschuchen. Und du? Bist du ein Trainer? Nein, du bist ein ganz normaler Kerl, der einfach so rumgammelt. So, was begegnen... Ah, hier begegnen wir diesem Geist-Pokémon. Und, ich würde ja sagen, dass ich es trainiere, Leute, aber... Irgendwie, mir sagt es einfach überhaupt nichts, das Pokémon da zu trainieren. Es ist definitiv nicht so, dass ich das Pokémon scheiße finde, aber... Ich habe das Pokémon in Pokémon Schwarz trainiert und, nein, Pokémon Weiß 1... Und nochmal wieder das gleiche Pokémon zu nehmen, das mag ich irgendwie nicht. Überhaupt, mein ganzes Team sieht komplett anders aus als das, was ich damals auf dem Pokémon Weiß 1 hatte. Und Otto erreicht Level 23. Awesome. Hier können wir auch gleich wieder Kämpfe skippen, ey. Wenn ich hier merke, dass hier wieder die gleichen Pokémon auftauchen. Aber wie es aussieht, ist auch diese Ruine voll mit Trainern überfüllt. Blacks. Wow, gegen dieses Pokémon da setze ich wohl lieber Zack ein. Wieso? Denn das da ist ein Typ Flug und Psycho. Von daher wäre Zack das stärkste, das Pokémon mit dem stärksten Effekt drauf. Ich werde mir auch morgen Nacht noch Zeit nehmen, dieses Team hier, also überhaupt alle meine Pokémon, mindestens auf Level 26, 28 zu bringen. Und im Falle einer Entwicklung eines Pokémon werde ich dies natürlich auch dann filmen und euch dann sofort im Part zeigen. Hurra, es wurde paralysiert, das Tier. Dann geben wir ihm einfach nochmal als Finish an Sonic Boom. Bam.
viele Erfahrungspunkte? 595. Awesome. Und Otto bekommt auch noch ein paar EP. Oh. So, dann gehen wir hier mal runter. Und hier ist ja sofort noch eine Trainerin. Awesome. Hier ist ja alles awesome und alles voll mit Trainern. Boah, ich hoffe echt nur, das ist die einzige Passage im Spiel, wo wir wirklich so vielen Trainern begegnen. Und was ist das für ein Pokémon? Das sieht irgendwie seltsam aus. Wir geben ihm einfach mal Razor Scale. Sollte eigentlich Fatality sein. Nein, ist es aber nicht. Was ist das? Das ist Itemsperre, damit wir keine Items mehr benutzen können. Wie süß. Oh, da kriege ich ja fast schon Herzkammerflimmern. Und weg damit. Wir haben es besiegt. TM39, Falzgrab. Ja, die Attacke behalten wir uns für später, wenn wir ein Pokémon haben, das die auch wirklich sehr gut gebrauchen könnte. So, und fahren wir mal hier runter. Wo kommen wir denn da raus, wenn wir hier runter plumpsen? Oh, bei einem Trainer. Da wechseln wir jetzt sofort auf unser Casey, damit Casey Erfahrungspunkte bekommt. So, dann kämpfen wir mal, wir beiden hier. Du kleiner süßer Kerl. Okay, dieses Pokémon sollte eigentlich relativ anfällig sein für Käferattacken. Wir finden es mal raus. Das war eine Bestätigung für meine Theorie. Was ist das? Reflektor? Nein, Lichtschild. Das macht die Spezialverteidigung in die Höhe. Oh Gott. Sowas hasse ich, wenn Pokémon sowas einsetzen. Egal, der Kerl wurde besiegt. Wir halten ein paar Erfahrungspunkte und erreichen Level 22. Woo! Oh, wir finden hier gar nichts. Oh, und das war's dann auch schon mit den Ruinen hier. Ja, Leute, das waren die Ruinen. Jetzt können wir uns eigentlich ohne schlechten Gewissens in die nächste Stadt begeben. Ich hoffe, das schaffen wir noch in diesem Part. Egal. Wir haben die Wüstenruinen besucht. Ich bin mir sicher, im späteren Spielverlauf werden wir hier nochmal einen Abstecher machen müssen. Das ist so, das ist immer so. In allen Pokémon-Spielen ist irgendwie etwas mit Ruinen und antiken Pokémon. Das muss einfach sein. Das ist... ist mittlerweile schon richtig zur Tradition geworden bei Pokémon. Moment, hier unten ist gar nichts. Und hier begegnen wir bestimmt ein paar wilde Pokémon, wo wir die Kämpfe dann ganz cool skippen können. Oder auch nicht. So, fahren wir jetzt mal hier und... boah. So, und jetzt geht's ab in die nächste Stadt. Immer schön geradeaus hier. Boah, like a boss. Mit einer riesen Geschwindigkeit durchs Glashaus. Glashaus, genau. Und das hier ist dann wohl die Casino-Stadt. Und das hier, das ist unsere Rivalin. Moment, das ist das Vibe, aus dem wir uns entscheiden können. Siehst du diese Halle hier? Das hier ist die Kampfmetro. Und das sind dann wohl die beiden Metromeister. Zeigen die uns jetzt, Moment, was zum... was wird das? Ein Kampf in der Stadt? Gegen die Metromeister. Oh Gott. Why? What? Die haben ja brutale Pokémon, ey. Oh, scheiße. Oh, egal. Unser Team ist ja richtig bombastisch im Vergleich zu denen. Bam. Bam. Oh, geil. Ey, das gibt Erfahrungspunkte für Casey, da bin ich mir jetzt schon so sicher. Bam. Boah, wieso... ja gut, schlag ihn. Schlag nur nicht unser Casey. Du darfst Casey nicht schlagen. What the Reflektor, oder was zum... auf jeden Fall, die Attacke gefällt mir echt gar nicht. Ja, Mann, kill den. Mach ihn kaputt. Boah, zieh doch mehr ab, Vibe. Los, triff ihn nochmal. Bam. Und jetzt wird Casey ihn töten. Bam. Geilomatic. Woo. Wie viele Erfahrungspunkte kriegt Casey? 600. Oh.
Oh nein, stirb nicht. Boah, ich hatte jetzt schon so eine Angst, dass Casey sterben würde. Ich mache einfach weiterhin Käferattacke auf den. Boah, ich hoffe, das tötet den. Bitte stirb. Oh nein, es stirbt nicht. Greif nur nicht unser Casey an. Bitte greif Casey jetzt nicht an. Lass ihn am Leben. Bitte lass Casey am Leben. Nein, überlebe es. Bitte, Casey, bitte. Nein. Scheiße. Auf jeden Fall, Casey hatte da ein sicheres Level abbekommen. Da bin ich mir sehr sicher. Naja, umso mehr EP für... Ja, Rexki bekommt dann auch noch ein Level ab durch Headbutt. Los, töte es. Blödes Schweine-Pokémon. Und wir haben es geschafft. Woo! Und ich denke, damit hatten wir uns jetzt sozusagen den Eintritt für die Kampfmetro freigekämpft. Nicht schlecht, schwarzer Metromeister. Und auch du, weißer Metromeister. Das war sehr bosshaft, wie ihr gegen mich gekämpft habt. Und sogar mein Casey vernischt habt. Aber wir wurdet beide erfolgreich besiegt. Ja, ja, erzählt uns nur ruhig, wie sehr ihr mich doch auch mögt, ihr beiden. Ich weiß genau, dass ihr mich liebt. Ich bin einfach nur famous und awesome. Und das Vibe hier, was hast du jetzt? Ja, geh du auch weg. Los, verzieh dich. Oh, wir haben ihre Handynummer bekommen. Sehr süß. Nein, Versus Recorder. Der Versus Recorder ist, wenn wir einen Online-Kampf machen, dann nimmt der unsere Kämpfe im Online-Modus auf. Und ich würde sagen, wir beenden den Part dann jetzt hier, so like a boss vor diesem Haus. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wo wir dann die Stadt erkunden werden. Bye bye, Leute!